Barbecue 2.0 hier in der wunderschönen Gegend von Montafon, hier auf der wunderschönen Madrisa-Alm. Markus, ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass wir hier die Location wieder nutzen dürfen. Sehr gern. Ich würde sagen, wir haben jetzt 10 Uhr. Ein paar Blocker sind da. Manche werden hoffentlich noch nachkommen. Für den einen oder anderen hat es leider nicht gereicht. Liebe Leute, liebe Freunde, eine Reifenpanne ist nicht vorherzusehen. Es tut mir leid, das wäre ein Mods Gaudi geworden, aber das nächste Mal seid ihr wieder dabei. Gell, McAllister, lieber Barbecue-Bär. Nächstes Mal seid ihr wieder am Start. Markus, magst du wieder mal ein bisschen was zu deiner Alm sagen, für die Neuen unter uns? Ja, ich freue mich natürlich unglaublich, dass wir dieses zweite Blockertreffen auf dem wahrscheinlich höchsten, hast du gesagt? Ja, zumindest mal Europa. Der Welt, oder? Zumindest Europa mal auf jeden Europa, Fall. Okay, die mal Europa. Hier die Madrisa-Alm auf 1300 Meter, da hat insgesamt 19 Betten. Wir grillen natürlich nicht nur hier oben, sondern das ist auch für touristische Zwecke, das heißt, jede Gruppe, egal ob Kegelverein, Junggesellen oder Junggesellinnenabschied, sonstige Schulklassen, Familien, die hier was machen wollen, alle sind auf der Alm willkommen. Ja. Und es ist eine schöne Location hier, wo man viel wandern kann, wo für Kinder unglaublich viel geboten wird. Also da, denke ich, haben wir alle Möglichkeiten. Ja, und wie gesagt, ich wünsche euch und uns ein schönes Wochenende. Das Wetter wird ja immer besser. Ich hoffe, ich hoffe. Was ich bin zuversichtlich. Was ich schon immer sagen wollte, Freunde. Start your engines, ab an der Grill, los geht's. Freunde, das Team AJ war gestern schon an der Reihe. Wir haben wunderbar leckere Pfannkuchen gemacht, gefüllt mit Pulled Pork und Cashspatzen. Ein bisschen Obatz da war mit dem Spiel. Eine richtig, richtig leckere Geschichte. Mein Brezensalat verlinke ich euch einmal, der ist im Jahr ein Highlight. Und heute sind wir einmal raus. Wir grillen heute nicht. Wir haben ganz viele andere Grillteams hier, die unsere Geräte rocken. Und wir besuchen jetzt einmal eins dieser Grillteams. Da drüben ist nämlich der Thomas und die Viola von Barbecue aus Baden. Lassen Sie mal schauen, was die so machen. Die Kanäle übrigens von denen verlinke ich euch alle unten. Dann könnt ihr die Videos von den Freunden hier auch mal anschauen. Thomas, wir besuchen euch einmal. Erklär uns mal, was ist dein Plan heute? Also wir haben hier ein 4 Tage marinierter Rindernacken. Das ist eine Marinade, die ich zum ersten Mal probiert. Ihr seid die Tester. Und wenn es nichts ist, dann mache ich es nicht mehr. Das ist zu schlimm. Aber ich denke, es wird richtig lecker. Und dann machen wir dann, ich denke mal, so 6-7 Stunden auf dem Smoker. Auf dem Träger, Pelletgrill natürlich. Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Des Weiteren machen wir natürlich noch einen gefüllten Schweinenacken. Oh. Mit einer leckeren Käsefüllung. Und dann schauen wir mal. Siehst du, du hast dir richtig was einfallen lassen. Da sind wir mal gespannt. Also ausschauen tut der Nacken ja schon mal wunderbar. Ach, guck mal, also das ziehst du natürlich nicht mehr, aber das hat eine geile Maße und okay. Siehst du es halt nicht mehr. Na, das siehst du jetzt nichts mehr. Die hast du gleichert. Genau. Aber so ein Stück schönes Emsrind. Sind wir mal gespannt. Wir werden wieder vorbeischauen bei euch. Auf jeden Fall. Und ich gehe jetzt vor zum Smoker. Ja. Und wir suchen der Nächste. Da hinten steht der Lutz von Sackpfeife Barbecue. Der ist auch schon in den Startlöchern. Da kommt schon der Olli, mein Freund Olli. Na, ihr seht, hier ist wieder die Prominenz am Arbeiten. Grüß euch, servus. Sobald wir wieder was erspitzeln, was uns interessiert, hole ich euch dazu. Und die Rezepte, wenn ich kriege, stelle ich euch auch alle unter das Video. Oder verlinke euch, wie gesagt, die Rezeptvideos von den Kollegen her. Bis später. Jeden müsst ihr mal gucken, das ist total witzig. Wenn man das ein bisschen so von der Seitenlinie beobachten kann. Jeder ist voll in seinem Element, das Feuer knistert. Hier raucht es überall. Es duften schon die ersten Aromen aus den Grills. Bin mal gespannt, wenn der Olli gestern noch mal Zeit hat, gehen wir mal hin und werden ihn noch mal interviewen, was er da so macht. Schau mal, interessant, Wildschwein macht er, das weiß ich schon. Wir machen jetzt mal aber eins. Wenn ihr das mariniert, simpel, einfach, ganz wirklich einfach. Sinn, Pfeffer. Okay. Ja, komm, ich assistiere dir. So, jetzt passen wir mal auf. Wir haben hier die wunderschöne Rotisserie von Moesla, den Aufsatz. Den so, wie schön ist das jetzt? So. Jetzt sind wir mittlerweile bei Bösis angekommen. Bei Bösis gibt es heute eine vegetarische Platte. Nur von Andi, weil er unbedingt abnehmen will. Das ist der Hammer. McAllister, schau mal, was das für Röstaromen sind. Mensch, Mann, Spaß beiseite. Was gibt es denn bei euch heute? Bei uns gibt es heute dreierlei Wildschwein. Einmal gesmoktes Wildschwein im Gemüsebeet, dann einmal Wildschwein im Backpapier. Im Backpapier und einmal Wildschwein vom Spieß. Grillen, essen, trinken?
Aldi von Berlitz. Ja, wenn er jetzt mal zu uns rüber schwenkt, da seht ihr den Lutz bei der Arbeit. Lutz, was ist dein Plan heute? Also, hallo erstmal, servus. Ja, wir machen an der Feuerplatte, wir machen Thüringer Rostbrätel, schön eingelegt, mit Zwiebel dazu und ein ordentliches Brot. Wir machen jetzt gerade die Platte heiß und wenn wir den Gang fertig haben, gibt es dann noch leckere Burger, Surf und Turf Burger. Feine Sache, lasst euch überraschen. Ja, bin mal gespannt, freue mich schon. Sind wir schon wieder zurück beim Lutz, der hat inzwischen das Fleisch aufgelegt, sein Rostbrätel. Ah, das schaut doch schon mal klasse aus. Schaut doch mal da drauf. Klär uns Bayern nochmal auf, Lutz, was sind denn Rostbrätel? Also Rostbrätel bestehen aus Nackenfleisch, Schweinenackenfleisch. Man schneidet das Fleisch dünn herunter, man klopft es, ich sage jetzt mal unter einen Zentimeter. Dann salzen und pfeffern, Senf einstreichen und dann mit Bier und Zwiebeln zwei Tage einlegen. Beim Grillen dann auf der Platte ist zu beachten, die müssen immer gedreht werden. Die dürfen nie lange auf einer Seite liegen, immer schön wenden, immer. Nur ein paar Sekunden auf einer Seite lassen, bis die dann braun werden. Und dann werden die Rostbrätel auch schön mürbe und hier das Fett, was immer im Nacken ist, das schmilzt dann so richtig schön auf und dann schmeckt es auch gut. Wir sind gespannt, wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal, ob es bei den anderen auch schon ein paar Updates gibt. Ich glaube, der Thomas ist auch schon wieder so weit mit seinem Schweinenacken. Schauen wir mal, ob wir den noch erwischen, bevor er den in der Grill wirft. Tatsächlich haben wir ihn noch erwischt. Schau doch mal her. Ein gefüllter Schweinenacken, den hat er uns vorher ja schon angekündigt. Viola, was ist da drin? Da ist eine Füllung drin aus Paprika, Chili, Zwiebel, Knoblauch, geriebener Käse und so Frischkäsekräuter. Das Ganze dann ein wenig gewürzt. Jo. Was ist es für ein Käse? Ist es ein spezieller? Nö, einfach. Einfach ein normaler, ja. Emmentaler geht, Bergkäse geht. Ja, alles badischer, geht. Badischer Käse, ja, ganz klar. Schaut auch schon super aus. Jetzt kommt noch ein Regenmantel aus. Es hat ein bisschen was von der Kirche, die Haltung gerade. Wir lassen sie mal weiterarbeiten. Ambiente haben wir hier schon sakrisch schönes, oder? Wenn ihr das mal live erleben wollt, schreibe ich unten mal die Homepage rein vom Markus von dieser Hütte. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, dann könnt ihr sie mieten. Oder ihr schaut im September beim Grillseminar bei uns vorbei, da sind auch noch ein paar Plätze frei. Also, wenn ihr Lust habt, eure Entscheidung, kommt auf die Madrisa Alm. Unten ist noch eine zweite Hütte, die dazugehört, das Haus am Reh. Auch super schnucklig eingerichtet, eine ganz tolle Sache. Das erste haben wir schon fertig, das Thüringer Rostbrätel ist fertig. Ich bin noch mal gespannt, ich habe es noch nie gegessen. Jetzt ist das der Moment, da beißen wir jetzt mal rein. Ein schönes Sauerteigbrot, habe ich mir sagen lassen, gibt es dazu. Heiß ist es. Lecker. Das ist ja richtig zart. Die Zwiebeln sind super aromatisch, das Fleisch ist super lecker. Wow. Also die können ja nicht bloß Rostbratwurst, die können auch Rostbrätel. Gell, Lutz? Ist es schön mürbe. Super, super. Ich bin weg, ich isst, solange es noch warm ist. Bis später. So, Freunde. Eche Barbecues Grillchen, der kann nicht nur schmecken im Glas, sondern der brennt auch noch. Und jetzt machen wir kurz mit unserem kleinen Teil hier vom Wildschwein eine Flambage. Kennst du das? Flambage. Eine Flambage. No, pass auf. Ah, war schön, ne? Gibt es bei mir auf der Homepage im Shop. Der brennt auch gut. Nee, der brennt geil, ohne Scheiß, der brennt besser wie ein Jackie. Jetzt sind wir beim Olli angekommen, jetzt ist das nächste Fleischstück ist fertig. Ja, das erste von uns. Das nächste überhaupt, Fleisch. Das erste von euch, genau. Und zwar das ist eine gedrehte Sau. Unser Drehspieß Wildschweinchen. Freunde, jetzt ist der Kameramann verschwunden, macht nichts. Das nächste Stück Fleisch vom Olli, das Wildschwein ist fertig. Geil.
lecker gewürzt. Schmeckt mal gut. Wildschwein ist eh super. Oder Markus, was sagst du? Ja, hervorragend. Wenn es mit dem Graf Anton ist, ist es umso besser. Ja. Geil. Freue mich schon aufs nächste Stück. Sexy Motherfucker. Jetzt da mal leise schauen, ich drehe nämlich gerade ein Video. Ist der Olli an der Grill und holt das zweite Stück Wildschwein raus. Kleiner Happen, große Wirkung, hoffe ich. So, Freunde, hier seht ihr jetzt unser Trophäenbrett. Da haben wir jetzt gesagt, da geben wir alle unsere fertigen Kreationen drauf und machen später ein wunderschönes Brett bzw. Tellerbild. Und das füllt und füllt sich so nach und nach, das wird richtig toll. Ja, das Spaß darf auch nicht fehlen, Freunde. Wir sind hier schon wieder beim nächsten Schlag auf Schlag. Der Lutz rockt schon wieder zum nächsten Mal die Feuertonne. Er macht richtig geile Dry-Aged Burger. Und jetzt schauen wir ihm mal auf die Finger und vor allem müssen wir mal rausfinden, was er genau vorhat. Kai Lutz, hi. Hi. Wie schaut's aus? Nächster Gang. Wir machen Surf und Turf Burger mit Dry-Aged Beef und Black Tiger Garnelen. Und ich habe jetzt schon, die ersten habe ich schon angeröstet. Die habe ich schon auf dem äußeren Ring von der Feuerplatte gelegt, damit die jetzt garen können. Genau, die müssen jetzt natürlich schön langsam nachgaren. Ich mache die so mit Kerntemperatur so 55 Grad so circa. Und die zwei müssen noch angeröstet werden. Und ihr könnt ja dann noch mal schauen. Der Olli hat auch noch ein Wildschwein auf dem Grill liegen. Da schauen wir nachher dann mal noch vorbei. Und der Thomas fehlt auch noch. Der hat zwei Sachen auf dem Pellet Smoke und der hat letztes Jahr schon so gerockt. Ich bin mal super gespannt. Ich hänge mal die Latte relativ hoch beim Thomas heute. Ein bisschen Druck aufbauen hilft meistens, gell? Wird geil. Jetzt laufen wir mal schnell durch den Regen und schauen mal, wie weit der Lutz mit seinen Burger jetzt schon ist. Aber ich glaube, das schaut schon richtig gut aus. Jetzt schaut mal dahin. So Freunde, wir machen ja Surf und Turf Burger hier. Das sind unsere Black Tiger Garnelen. Und die sind eingelegt in Olivenöl und Cajun. Das ist eine Gewürzmischung, die habe ich selber gemacht. Und Limettensaft. Und das gebe ich jetzt geschmeidig hier auf den Grill. So, die Garnelen ganz kurz, aber heiß. Heiß und ganz kurz. Die werden schon rot, wie ihr seht. So, seht ihr hier, wenn die rot werden, dann sind die okay hier. So, und die kommen jetzt auf den Burger drauf. Der Lutz ist fertig geworden. Schaut euch das an. Burger in absoluter Perfektion. Boah, ich muss sagen, ich habe fast ein bisschen Pipi im Auge. Das ist wirklich Können. Schauen wir mal, ob wir da mal reinbeißen können. Boah. Ein Traum, Freunde. Ein Traum. Auch wenn ich nicht so ausschaue, aber bin absolut erfreut. Aus, die brauchen wir so eine 10. Oh ja, Autex. Neibeißen, Sauerei machen. Nicht nur Salat essen.
Also ich muss sagen, Andi läuft gerade der Sabber aus dem Mund raus. Und ich meine... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so was Geiles gegessen habe an Burger. Wirklich. Also muss man sagen, Chapeau, Hut ab, das kann er. Lass dir schmecken. So, 3 Stunden später. Sieht unser Schweinenacken genau so aus. Ich hole ihn jetzt mal runter. Ich schaffe mit dem Gerät hier. Und legen gleich aufs Brettchen. So sieht das Teil aus. So, jetzt gehen wir rüber, lassen noch ein paar Minuten ruhen und dann geht's zum Anschnittgrill. Anschnitt klingt gut, Freunde, der Thomas ist soweit. Ha, ein schönes Teilchen. Ich bin zwar schon pappsatt und kugelrund, aber da freue ich mich drauf. Thomas, wie geht's dir? Freust du dich schon? Ja, sehr gut. Ich freue mich. Ich bin pappsatt, aber. Du schon auch, ne? Wir essen es trotzdem. Ja, hallo. Ja, der Burger vom Lux, der hatte ich hier. Na, der war aber mega, ne? Mächtig. Ja. Aber lecker. Freunde, ich hab's geklaut, der ist noch gar nicht fertig, der ist noch am Drehen, ach du Scheiße. Ich hab eins geklaut. Schnell weg, bevor. Hey, nach 9 Stunden ist es endlich soweit. Das letzte Stück Fleisch kommt rum. Zum Glück hat es so lange gedauert. Da hat sich der Rest ein bisschen setzen können. Und jetzt kommt ein Thomas sein Rindernacken kommt. So Leute, es ist vollbracht. 9 Stunden später. Und dann wird sofort angeschnitten. Anschnitt klingt gut. Ich schleiche mich mal hinterher. Also, aufgefordert sind wir worden, Mensch. Ja, erst. Freunde, die letzten 9 Stunden haben wir gegrillt, was das Zeug hält. Wir haben gefachsimpelt, tolle Kontakte geknüpft, tolle Gespräche geführt, gemütlich miteinander was getrunken. Aber das Wichtigste war ja grillen. Das hier, das ist unsere Ausbeute vom heutigen Tag. Eins geiler als das andere. Schau doch mal ganz genau auf unser Brett. Freunde, wir machen uns jetzt einen restlichen schönen Abend hier auf der Alm. Morgen hole ich euch noch einmal kurz dazu. Da gibt es noch ein paar Sätze zu sagen. Aber für den restlichen Abend seid ihr raus. Wir machen ein bisschen Spaß. Bis morgen. Ciao. Gute Nacht. Freunde, ein, wie ich finde, wunderschönes Wochenende hier auf der Matrisa Alm mit vielen Freunden aus der Blockerszene geht zu Ende. Wir haben kulinarische Highlights erlebt, wir haben geschlemmt, wir haben uns ausgetauscht und es war einfach ein wunderbares Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr trotz einer so surrealen Pandemiezeit auf die Alm gefunden habt. Aber ich denke, das war auch für jeden ein bisschen mal eine Auflockerung vom Alltagsleben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr kommt wieder, wenn wir wieder rufen. Die Alm macht auf. Markus, dir ein herzliches Dankeschön, dass du uns deine Matrisa Alm erneut zur Verfügung gestellt hast. Wir sind super gerne hier und vielleicht hättest du doch Lust, noch ein bisschen Werbung zu machen für deine Alm. Ja, wenn man da in die Berge schaut, das ist eigentlich das, was die Matrisa Alm so ausmacht. Zum Grillen perfekt, große Terrasse, sensationeller Blick, der uns gestern verwehrt blieb. Deswegen bin ich umso froher, sozusagen, dass wir den Blick heute noch haben. Matrisa Alm ist ein Selbstversorgerhaus mit 19 Betten, das heißt, sie wird immer komplett gebucht, egal welche Gruppe. Wenn man zu 10 ist, hat man ein bisschen mehr Platz, bis zu 19 fast die Hütte. Ja, also wunderschön hier, es sind nur Einzelbetten. Ich denke, wir haben einen ganz guten Standard auf der Hütte. Ich würde dich auf jeden Fall mal unten verlinken im Video und wenn ich es schaffe, endlich einmal auf der Homepage einpflegen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizuschauen. Auch wenn wir nicht da sind, die Hütte ist trotzdem schön. Ich danke euch, wie gesagt, dass ihr da wart. Kommt's gut nach Hause. Und ein Wiedersehen bei Alpenbarbecue 3.0 setze ich jetzt einfach einmal voraus. Bis zum nächsten Mal.